Yes! Zum Geburtstag! Wie geil ist das denn? Yes! Ganz ehrlich, also ich liebe das Karpfenangeln, ja? Durch und durch. Aber der Winter war irgendwie noch nie so richtig meine Jahreszeit. Also ich meine, heute ist ein wunderschöner Tag, ja? Aber die Sonne schafft es kaum über den Horizont, es ist einfach bitterkalt. Und der Frost der Nacht, der taut gerade aus den Bäumen und deshalb regnet es mich nass. Also ich hätte ganz gut einen Schirm brauchen können. Naja, ich meine, über all die Jahre habe ich mir trotzdem immer wieder vorgenommen, dieses Jahr ziehst du mal so richtig konsequent den Winter durch. Dieses Jahr wird geil, du fängst einen fetten Winterfisch. So wirklich gemacht habe ich es nie und letztlich, ja, ist es dann immer vielleicht maximal so eine Day-Session wie heute geworden. Vor etwas einem Jahr aber habe ich die Entscheidung getroffen, dieses Mal ziehst du den Winter durch. Und das machst du auf eine ganz besondere Art und Weise. Du steigst mit deiner Familie in den Campervan und fährst einfach 5 Monate lang dahin, wo sich der Winter deutlich angenehmer anfühlt, nach Südeuropa. Das haben wir gemacht. Wir sind Mitte Dezember in einen ausgebauten Campervan gestiegen und sind einfach losgefahren. Und ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass es eines der größten Abenteuer meines Lebens wird und dass es auch, ja, im Grunde meine absolut krasseste Angelsaison ever einläutet. Ich meine, wir reden hier vom Winter 2020, ne? Da standen wir gerade so mitten in dieser Pandemie. Und da brichst du halt eigentlich auch nicht mal so einfach auf und gehst auf eine große Reise. Aber wir mussten diese Chance einfach nutzen. Meine Frau war in Elternzeit. Eigentlich hatten wir ganz andere Pläne, wollten eine Fernreise machen, aber das war aufgrund der Pandemie nicht möglich. Und in einem ausgebauten Campervan durch Europa zu reisen, das sollte noch passen. Mein Sohn stand vor der Einschulung, die fand dann halt eben im Sommer darauf statt und meine Tochter ist noch deutlich jünger, also wann, wenn nicht dann. Ich bin eh selbstständig, ich könnte eh von unterwegs arbeiten und es war von Anfang an der Plan, unterwegs eben auch Content zu sammeln. Nur hätte das Timing trotzdem nicht wirklich schlechter sein können, denn ja, wir kamen in Frankreich wirklich genau einen Tag nach unserer Reise nach Frankreich mitten in den Lockdown. Das heißt, öffentlich an öffentlichen Gewässern stehen oder nachts angeln oder so, alles unmöglich. Insofern stand der Plan recht schnell. Wir müssen an einem privaten Gewässer auf privatem Boden hinter einem Zaun anfangen, damit wir das überhaupt können. Und letztlich haben wir im Herzen Frankreichs begonnen, am Trois-Îles. Das ist ein kommerzielles Gewässer, das ich sehr, sehr cool finde. Und eigentlich galt diese erste Zeit so diesem Kennenlernen, erstmal überhaupt ankommen in diesem Lebensgefühl, ja, in so einem Stahlbiwi zu Hause mit 4 Leuten auf so engem Raum. Und ich weiß noch, wie beklemmend dieses Gefühl teilweise war, weil du auch einfach nicht weißt, was erwartet dich und was passiert da und kommst du über diese Grenzen. Und genau da wollten wir irgendwie so ein bisschen rauswachsen bei unserem ersten Stop in Frankreich. Dass dieser Stop anglerisch einfach nur unglaublich grandios werden würde, das hätte ich mir auch in dem Moment niemals träumen lassen. Letztlich hatte ich nur kurze Routen dabei, 10 Fußrouten, alles war komprimiert und auf dieses Leben und Angeln aus dem Van angepasst. Und ich weiß noch, dass ich echt meine Mühe hatte, überhaupt die Wurfdistanzen zu erreichen, die ich dort brauchte. Und ich habe am ersten Tag lange geklopft, ich habe viel nach Spots gesucht und habe letztlich halt für meine Routen so recht kompakte Spots angelegt, habe mit Teig und zercrushed Boilies und so gespawnt und bin eigentlich nicht mit großen Erwartungen in diese Session reingegangen. Aber um das jetzt hier mal einfach kurz zu fassen, was dort passierte. Wir haben dort vier Nächte haben wir da gestanden, nicht länger. Ich konnte in diesen 4 Nächten 7 Karpfen fangen. Und alle 7 Fische wogen über 20 Kilo. Also mal ganz im Ernst, wenn du so in eine Tour startest, ja, dann kann es nur gut werden, oder? Eine Sache ist natürlich Fakt. Also in Zentralfrankreich ist Mitte Dezember tiefster Winter. Wir hatten nachts Minusgrade, es hat richtig bitter gefroren, das Wasser hatte 6 Grad. Also dem Winter sozusagen ausweichen, nach Südeuropa fahren, dieses Gefühl hatten wir da definitiv noch nicht. Es war einfach arschkalt. Und ich wollte auch meine Familie nicht zu sehr belasten und außerdem wollten wir einfach ins Abenteuer aufbrechen. Und so waren wir nach 4 Nächten damit durch, packten alles zusammen und fuhren los, ab nach Spanien.
Auch in Spanien hatte ich dafür gesorgt, dass ich am Anfang sicher stehen konnte. Auch da waren die Bedingungen nicht so richtig klar. Und hey, wie gesagt, mitten in der Pandemie, wir wollten über Heiligabend, über Weihnachten einfach irgendwie angenehm und solide und bestenfalls auch mit Strom stehen. Und so sind wir letztlich am Rio Ebro gelandet, also am Hauptstrom des berühmten Flusses Ebro, den ich in meinem Leben noch nie zuvor beangelt hatte und immer mal beangeln wollte. Und sind dort auf dem Privatgrundstück von meinem Kumpel Ditch Ballard, eigentlich ein Engländer, gelandet. Und der betreibt dort ein Camp, das heißt Ebro Mad Cats. Das richtet sich hauptsächlich an Wallerangler aus UK, aber der Ditch selber ist absoluter Karpfenangler durch und durch und noch dazu ein richtig guter Angler. Und wir sind im Garten von Ebro Mad Cats an diesem Fluss Ebro gelandet. Und das war, ja, echt ein Abenteuer. Also dieser Fluss an sich mit seiner Urgewalt, dieser Strömung, diesen Krautmassen, die da runterkommen und dieser Landschaft, dieser Fluss an sich ist schon einfach der Wahnsinn. Und der zieht dich schnell in seinen Bann, weil er einfach auch so rau ist und du nie weißt, was passiert. Und es war immer ein Wunsch von mir, mal einen Karpfen aus dem Ebro zu fangen. Und das sollte mir tatsächlich auch relativ schnell in dieser Session gelingen. Hier ist er endlich, der zweite Fisch aus dem Ebro. In der Nacht hatte ich einen noch deutlich kleineren Schuppi und heute Morgen kam dann der hier. Da freue ich mich schon riesig drüber. Sehr cool, ey. Und unvorstellbar, was die für eine Power haben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, rückblickend war es ein richtig schöner, richtig geiler Stop dort, ne? Es war sehr, sehr schön, allerdings auch echt kalt nach wie vor. Ich meine, dort am Ebro hast du eben dauernd diesen Nebel, der einfach sich den ganzen Tag nicht verzieht. Also du guckst auf die Uhr, es ist irgendwie schon 11.30 Uhr, 12 Uhr, also schon mittags und nach wie vor ist alles in so einer diesigen Suppe, ne? Und dieser Nebel hält halt auch die Kälte. Und das hat uns auch so begleitet. Also wir waren schon auch immer so ein bisschen auf dem Sprung und es ist nicht so einfach, nicht so leicht gefallen anzukommen. Dennoch haben wir versucht, das in vollen Zügen zu genießen und auch Weihnachten richtig geil zu feiern. Und ich habe mir selbst ein richtig cooles Geschenk gemacht. Ich habe bisher in meinem Leben noch nie zuvor an Heiligabend einen Karpfen gefangen. Ja, ich war damals zu meiner ganz heißen Zeit schon mal ab und zu am Cassien und auch am Salagu in dieser Zeit. Aber Heiligabend ist mir noch nie gelungen. Am Ebro schon. Ich habe tatsächlich am Rio Ebro meinen ersten echten Weihnachtskarpfen gefangen. Frohe Weihnachten! Schöner Karpfen! Auf jeden Fall. Ja, unsere Zeit am Rio Ebro, die endete nach Weihnachten. Aber wenn du schon mal da unten bist, dann musst du natürlich auch, ich sag mal, dem berühmtesten Fleckchen der Region Besuch abstatten. Und das ist der Embalse de Mequinenza, also der Stausee des Ebro unten bei Mequinenza, unterhalb vom Caspesee, wo der Rio Segre in den Ebro-Stau mündet und sich halt dieses berühmt-berüchtigte Kreuz mit der Pelletmeile und allem, was so dazugehört, bildet oder ergibt, wo eben halt auch alle Camps anliegen, wo die Guides ihre Boote liegen haben. Das ist genau der Part des Ebro, der berühmt ist für die echten Riesenwaller, für die ganz großen Karpfen. Und auch dort sollten wir eine sehr, sehr coole Möglichkeit finden zu stehen. Und zwar beim Olli von Urlaub nach Mars konnten wir uns eine Steganlage stellen. Zu dem Zeitpunkt hatte Olli keine Boote im Wasser und hatte auch kein Guiding laufen, eben aufgrund der Pandemiesituation. Und für uns ergab sich da natürlich eine Chance. Und es war schon magisch, da zu stehen, so unterhalb dieses, ja, was ist es eigentlich, dieser Burg von Mequinenza, die dort auf diesem Berg thront und mit diesen Schilfwäldern links und rechts vom Steg, die von diesen Herrschern von Staren bewohnt sind. Und vor dir halt dieser magische See, von dem du weißt, hier schwimmen einfach Unmengen krassester Fische drin rum. Also sowas wie da, diese Massen an Kormoranen, die dort rauben, das habe ich noch nie erlebt, auch diese Geräuschkulisse, das war schon krass. Was allerdings auch krass war, war die Kälte. Zu dem Zeitpunkt drückte einfach eiskaltes Wasser rechtzeitig aus dem Rio Segre kommend in den Ebro rein. Und aus dem Kaspe-Stausee kam deutlich Wärmeres. Das Ganze mischte sich in der Mitte. Aber letztlich hatten wir da Wassertemperaturen von eher 6 Grad als 8 oder 9 Grad, wie es halt sonst ganz gerne mal der Fall ist. Und ich will auch darauf gar nicht zu detailliert eingehen an der Stelle. Also ich habe dazu einen eigenen Vlog laufen auf Capzilla, den Vanlog, in dem ich da sehr detailliert auf alle Stops eingehe. Aber ein Highlight möchte ich hier an der Stelle definitiv erwähnen. Und irgendwie sollte das diese Tour so immer weitergehen, dass ich zu besonderen Tagen auch besondere Fänge hatte. Und am Ebro war es so, bei Mequinenza, wir wollten Silvester dort stehen. Und natürlich hatte ich den Wunsch, am ersten Tag des neuen Jahres einen Karpfen zu fangen. Und tatsächlich sollte mir das da gelingen, mit einem Schuppi von über 30 Pfund. Mein erster Fisch überhaupt, den ich an Silvester fangen konnte. Und den konnte ich bei dieser Tour als ersten Karpfen 2021 fangen in Mequinenza und den Moment mit meinem Sohn teilen. Das war natürlich ein absoluter Hammer, ein echtes Highlight.
Hammer, oder? Wahnsinn, Glückwunsch. Das ist unser Neujahrskarpfen, Oskar. Heute ist der erste Tag im neuen Jahr. Ja. Kann man den besser beginnen als mit so einem Fisch? Nein, nee, kann oder? Man nicht. Das ist das Beste. Das ist das beste Geschenk, das du je gefangen hast. So ungefähr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Tschüss, Karpfen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt bestand unsere Tour ja eigentlich nur aus Angeln. Und ich meine, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass meine Frau mein Angeln da auch so unterstützt und auch das Leben draußen und am Wasser so sehr liebt. Und meine Kinder ja sowieso. Für die ist das das größte Abenteuer, draußen zu sein. Aber so wollten wir es nicht halten. Also das sollte schon ein Familienabenteuer sein, in dem es um mehr geht, als nur darum zu angeln. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir Mequinenza verlassen würden. Und das taten wir nach Silvester. Ich lasse hier vieles aus. Ich habe dort auf Raubfisch geangelt und viel anderes erlebt und so. Aber ich will es hier recht fokussiert halten. Und nach Spanien ging es im Grunde schnurstracks weiter nach Portugal, was für uns das entfernteste Ziel dieser Reise war, wo wir auch das beste Wetter erwarten konnten und wo es uns auch sehr, sehr schnell an die Algarve zog. Und ja, Wahnsinn. Also wir haben dort einen Monat letztlich in Portugal verbracht und haben uns von Campingplatz zu Campingplatz treiben lassen. Frei stehen konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht und haben die Tage meistens am Strand verbracht oder sind wandern gegangen. Ich habe mich mit dem Surfen probiert und ja, es ist einfach unglaublich. Also diese portugiesische Landschaft, gerade da unten in dieser Algarve-Region, sowas in der Art hatte ich bisher noch nicht gesehen. Also gerade diese Küstenlinie ist einfach unheimlich beeindruckend und das war eine geile Zeit und auch eine schöne Auszeit vom Angeln und vor allen Dingen auch das erste Mal so ein Gefühl von Frühling im Winter. Aber ich meine, wer mich kennt, weiß, ein Monat da unten in dieser Region ohne Angeln, das wird schwierig mit dem Typen. Irgendwann kommt das wieder durch. Und ich weiß noch, dass ich mich sehr freute, als wir dann irgendwann sagten, okay, wir lassen Portugal hinter uns, wir fahren wieder nach Spanien. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Grenze überquerten, noch gar nicht so ein richtiges Ziel vor Augen. Aber ich war im Gespräch mit ein paar Leuten, ich hatte mittlerweile ein paar Kontakte da geknüpft und war viel in der Recherche. Und irgendwie kamen wir so an eines der krassesten Gewässer Spaniens, einen absoluten Szenesee, den man ansonsten so überhaupt nicht wahrnimmt, aber der Fische hat, die einfach nur unglaublich sind. Und das sollte ich auch alles erst so erfahren, als ich dort vor Ort ankam. Wir sprechen hier von einem See, der ist in Größe, also schwierig, dass überhaupt, ich denke mal so um die 100 Hektar, vielleicht ein bisschen größer wird er sein, etwas verästelt mit so Buchten und einfach nicht in Worte zu fassen, wie schön es dort ist. Also ich sag mal, typisch für diese Region sind diese Korkeichen, die da alles dominieren. Sattes Grün, dann diese dicken Stämme, diese Korkeichen, die flach wachsen, also so ein Buschland. Sehr viel Schilf rund um das Gewässer, so eine klare, aber doch leicht rotbräunliche Wasserfarbe. Das alles erinnerte mich sehr an so eine afrikanische Savanne. Also irgendwie brachte ich das gar nicht mit Europa in Verbindung. Das war für mich eher Afrika vom Style her. Ne? Und auch diese satte, immer goldene Sonne. Also es war einfach unglaublich geil da. Ich weiß auch noch, dass alles kreuchte und fleuchte. So. Ich weiß nicht, wie ich nachts über so eine feuchte Wiese stapfte, die Kopflampe an und denkst so, was läuft denn da rum? Und dann habe ich einfach so eine zwei Hände voll mit Rippenmolchen gefunden. So eine richtig große Amphibienart, die gibt es bei uns halt auch gar nicht. Schildkröten, also es war einfach krass da. Es war wunderschön. Und ich habe mich in diesen Ort sofort verliebt und auch in die Leute dort. Die Menschen da waren mega lieb und auch die Karpfenangler ultra hilfsbereit, total offen. Und anfangs, als sie mir so erzählten, was da rumschwimmen soll, habe ich denen gar nicht geglaubt. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Und was schnell durchkam, war, das Gewässer gilt als eines der schwierigsten Spaniens, weil der Fischbestand so dünn ist. Es wurde da gesprochen von 40 bis 60, vielleicht 70 aus dem Altbestand und ein paar kleinere Schuppis drumherum. Und ich dachte so, an so einem großen See in Spanien, wo eigentlich immer alles gut besetzt ist, nee, kann ja nicht. Ich will es mal kurz fassen. Ne? Wie gesagt, ich habe da einen eigenen Vanlog zu laufen, aber die Story ist trotzdem nach wie vor für mich eine der krassesten des letzten Jahres. Ich habe dort an zwei verschiedenen Stellen an diesem See gestanden. Ist natürlich immer schwer mit so einem Campervan, ohne Allrad und so. Ich habe mich direkt festgefahren, da kann ich noch mich gut dran erinnern, habe das mit dem Handy so ein bisschen mitgefilmt. Ich weiß nicht, ich bin abgebogen, wollte auf so eine Wiese drauf und ich bin da 5 Meter auf diese Wiese gekommen und habe mich keinen Millimeter mehr bewegt. Alles drehte nur noch durch und ich dachte so, dumm gelaufen. Ne? Auf jeden Fall, es war immer schwierig, irgendwie dran zu kommen. Letztlich habe ich es an zwei Stellen geschafft, von denen ich auch ganz gut in verschiedenen Regionen angeln konnte. Aber ich habe 6 volle Tage lang jeden Tag einige Stunden damit verbracht, die Fische zu suchen. Ich habe gelauscht bei Nacht, ich habe tagsüber mit der Polbrille gesucht, mit dem Schlauchboot.
den ganzen See bin ich abgefahren. Ich habe mir jede Bucht angeguckt, jedes Schilffeld. Und in den ersten 6 Tagen habe ich an einer einzigen Stelle einen einzigen halbstarken Schuppi gesehen. Das war alles. Und nach dem einen Move an der Stelle, die recht offen war, habe ich an dem meines Erachtens nach uninteressantesten Schilffeld des ganzen Sees Fische gefunden. Und zwar nicht nur einen, und zwar richtig große Fische. So große Fische, dass selbst ich wirklich hinten über ins Boot gefallen bin und dachte, unfassbar. Und mit zittrigen Händen habe ich dort einen kleinen gelben Pop-Up an einem Multirig. Das nehme ich immer super gerne, wenn ich vom Boot aus ablege und mit Pop-Ups angeln möchte in dieser Zeit. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wir waren im Februar mittlerweile, und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon über 12 Grad Wassertemperatur. Es war also wirklich Frühjahr vom Style, im Februar. Tiefster Winter in Deutschland, Frühjahr in Spanien. Und ich habe auf Sicht vor diesem Schilffeld meinen Pop-Up abgelegt. Leider noch 2 richtig große Fische damit verscheucht, als ich das gemacht habe. Und habe wirklich darauf gehofft, dass was passiert. Und ich habe nur eine Route in dieses Areal gefahren. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Und ich weiß noch, wie ich da gestanden habe. Und es war der 17. Februar 2021, mein Geburtstag. Ich habe am 17. Februar Geburtstag. Und ich stand da und ich habe mit einem Freund telefoniert, der mir gratuliert hat. Und ich stehe dort bei meinen Routen. Es ist gerade dunkel, stehe draußen und in dem Moment kriege ich einen Fallrun auf diese Route mit dem Pop-Up. Ich konnte es fast nicht glauben, was da passierte. Und ich habe die Route aufgenommen, Denise kam noch rausgeeilt, die Sounderbox stand im Van wie immer, hat mir geholfen, Warthose gebracht und so. Und ich habe mich auf diesen Fisch zugepumpt. Und wenn ich das gerade erzähle, ich kriege nach wie vor eine Gänsehaut. Ich habe mit allem gerechnet, vor allen Dingen mit einem kleinen Schuppi. Ich habe fast darauf gehofft, dass es irgendwas ist, was nicht so schlimm ist, wenn ich es verliere. Ich weiß nicht warum. Und ich habe so den Schein meiner Kopflampe, leuchte aufs Wasser. Der Fisch gibt sich echt, der kommt schnell hoch. Ich sehe diesen Fisch und denke nur, das kann nicht sein. Das ist ein riesengroßer Spiegelkarpfen. Und ich will es hier abkürzen. Ich habe einfach am Abend meines Geburtstags im Februar einen Spiegelkarpfen mit geilem Schuppenbild und 27 Kilo gefangen. Unfassbar. Sechs volle Tage blank und das da unten könnte ein neuer Spiegler-PB sein. Yes, wie geil ist das? Krass. Das ist kein... Und? Kein neuer PB, aber 27 Kilo prähistorische Spiegelkabel. Yes, zum Geburtstag. Wie geil ist das denn? Ich muss mich erstmal sammeln. Mein Geburtstagsfisch in der Matte. Heute ist mein 39. Geburtstag. Ich bin jetzt hier den 6. oder 7. Tag blank. Hab echt viel gesucht, echt viel gearbeitet. Und tatsächlich heute an meinem Geburtstag diesen unvorstellbaren Carpa Royal, wie die Spanier sagen. Spiegelkarpfen mit 27 Kilo gefangen. Unglaublicher Fisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett fertig. Unfassbar krasses Teil. Auf 1,20 Meter am Schilf, auf einem kleinen gelben Pop-Up. Uff. Alter, was für ein unglaubliches Tier. Ja, hier fließt Kaffee auf Kaffee. Es ist einfach bitterkalt. Aber wenn ich diese Story jetzt gerade nochmal Revue passieren lasse, dann wärmt das echt von innen. Und ich weiß noch, nach dem Fang hatte ich so richtig Blut geleckt. Also wir hatten schon vorher entschieden, dass ich nicht mehr lange in diesem Gewässer sein wollte. Und ich habe danach noch 1 oder 2 Tage dort gefischt, aber irgendwie konnte ich das eh nicht mehr toppen. Und wir sind dann zu der Zeit auch immer wieder zwischendurch in verschiedenen Städten gewesen, haben coole Tapas gegessen und haben einfach auch versucht, das Leben so gut wie möglich dort zu leben. Ne? Es war noch immer relativ viel Freiheit möglich in Spanien, in der Extremadura. Das ist diese Region, wo ich mich dort aufgehalten habe. Das ist eher dünn besiedelt im Verhältnis und da passt es. Wir konnten ganz gut uns frei bewegen und haben viel auch Kulturelles unternommen. Aber ich hatte nach dem Fang Blut geleckt und ich wusste jetzt, es ist möglich, krass zu erleben und krasse Fische zu fangen aus diesem Stahlbiwi raus mit meiner Familie. Und da gibt es natürlich in Spanien dieses eine Gewässer. Ich sag mal, das ist der Cassien Spaniens. Dieses eine Gewässer, das mich wirklich magisch angezogen hat, der Embalse de Orellana, also Orellana Stausee, 5000 Hektar wilde Wasserfläche, unvorstellbare Fische bis weit über 30 Kilo. Unglaubliche Spiegelkarpfen, krass beschuppt, sehr selten. Dazu viele Schuppis mit diesen typischen Krebsfresserbäuchen, diese roten Fische, einfach unglaublich geil. Und ich hatte viel von diesem See gehört und mit vielen, die dort schon zugange waren, gesprochen. Und eines hatten mir eigentlich alle gesagt:
geh da nicht hin, um aus dem Van raus zu angeln. Mir hatten eigentlich alle davon abgeraten, dort aus dem Auto raus zu angeln. Vor allen Dingen, wenn du eben kein Allrad hast, keine All-Terrain-Reifen und all diesen Klimbim, die du theoretisch brauchst, um wirklich aus dem Auto raus in solchen Gewässern irgendwo fischen zu können. Weil ich meine, hey, das ist Extremadura, das ist Spanien, da fährt eigentlich jeder ein Jeep. Da hast du nicht so Straßen, wie man hier teilweise an den Gewässern hat. Aber ich dachte, hey, das ist die Challenge. Also jetzt erst recht, ne? Du hast einen fetten Fisch da gefangen, das wird dir da wohl auch gelingen. Und die Ankunft am Orellana und diese ersten Eindrücke, ja, ich kann es nicht anders sagen, die waren schlicht und ergreifend einfach nur überwältigend. Was für ein Gewässer, Leute. Ja, aber ich sollte auch recht schnell lernen, dass die Leute nicht Unrecht hatten. Ich weiß noch, ich habe wirklich unendlich viel Zeit investiert, um Wege auszuprobieren, die für mich ins Nichts führten. Einfach deshalb, weil man fährt über viele Kilometer im Schritttempo mit Schlaglöchern, mit seiner Familie, wirklich holprig und alles klimpert, mit diesem Van irgendwo ins Nirgendwo. Der Weg führt ans Wasser, aber es kommt der Punkt, einen Kilometer vom Wasser entfernt, wo du einfach nicht weiterkommst. Du kannst nicht mehr weiterfahren mit deinem Auto, weil du aufsetzen würdest, deine Reifen platt gehen würden, was auch immer. Also drehst du umständlich um und suchst wieder einen neuen Zugang. Und es war echt nicht leicht. Es war echt deprimierend, weil du gehst halt immer den Kompromiss ein, dass du dich an Plätze stellen musst, die eigentlich nicht effektiv zum Angeln sind. Und das ist so der Kompromiss, den ich definitiv lernen musste in dieser Zeit aus dem Van raus. Und ich denke, ich musste erst in den Flow kommen und in den bin ich gekommen. Ne? Anfangs war es so, ich weiß noch, was es für mich für ein unglaublicher Durchbruch war, nach einigen Tagen Suchens und Blenkens meinen ersten Fisch im Orellana zu fangen. Und wir reden hier von einem Schuppi von vielleicht 10 Kilo. Aber das war für mich ein absolutes Highlight, diesen Fisch zu fangen. Und es war ein schöner Fisch. Ja, auch der Spot, wo ich den fangen konnte und auch ein Folgefisch danach noch, war der absolute Hammer. Diese große Insel, dieses glasklare Wasser, Otter am Morgen, also einfach Natur pur, einfach der Wahnsinn. Aber nach dieser Aktion wurde ich cleverer und fing an, eher so, ich sag mal, in den flacheren Teil des Sees zu gehen. Und im Laufe der Zeit, die ich an diesem See war, hat sich dann so ein Muster abgezeichnet. Ich konnte die Fische zu einer Zeit in einem Areal abpassen, wo sie geleicht haben, sich zum Laichen gesammelt haben und bin dann immer weiter runtergegangen und habe versucht, dort gut zugängliche Bereiche zu finden, die ich befischen konnte. Und habe sie dann so nach dieser Laichzeit ganz gut abpassen können. Und ich denke mal, so der Schlüssel, der mich auch dazu brachte, definitiv noch mehr Zeit an diesem See zu verbringen, war es, als ich meinen ersten Fisch über 20 Kilo dort fangen konnte. Alter, das hier ist der erste. Ein absolutes Urvieh mit über 20 Kilo. Mit einem Geschwür an der Flosse und einem Popeye-Auge. Einfach so ein richtiger Monstersee. Krebsfresser-Mutant, absolut geil, ey. Und das Coole war, dieser wirklich abgeranzte, im Grunde echt hässliche Schuppi kam zusammen mit einem weiteren Fisch von um die 19 Kilo an einem Morgen. Natürlich der Hammer. Ja, im Laufe der Zeit sollte ich einige Highlights an diesem See erleben. Es waren wirklich viele, die ich hier jetzt gar nicht so zusammenkomprimiert bekomme. Ich denke, eine Sache, die mir sehr, sehr gut im Gedächtnis bleibt, ist ein Stopp an dem wahrscheinlich zugänglichsten und öffentlichsten Platz an diesem See. Und da war der Van tatsächlich zum ersten Mal vom Vorteil. Weil man muss sich vorstellen, dieser Spot ist die Slippe dieser ganzen amerikanischen Bass Boats. Ne? Da ist wirklich die ganze Zeit Traffic. Die fahren da mit ihren gefühlt 1000 PS Motoren ultra laut, ballern die da halt los, slippen ihre Boote. Da ist immer jemand zugange. Da würde sich niemals ein Karpfenangler hinsetzen. Außer du angelst aus dem Van. Weil es ist schön, du stehst cool. Und ich habe mit meinem winzigen Schlauchboot, ich habe halt nur so ein 2,10 Meter Schlauchboot ohne Motor dabei gehabt, 5000 Hektar Wasser und ich mit diesem Schlauchboot, halt von da aus gute Möglichkeiten gehabt. Und es war clever, mich dahin zu stellen, weil ich konnte die Fische dort nach der Laiche abpassen und hatte zwei richtig gute dabei. Unter anderem auch den größten Fisch, den ich in meiner Zeit am Orellana fangen konnte, mit Ende 40 Pfund. Das war ein absolutes Highlight für mich. Also, ich präsentiere jetzt nicht ganz ohne Stolz mein absolutes Highlight einer total krassen Fangnacht. Alter! Oh, da brauche ich ein Knie als Stütze. Boah, was für ein Goliath, ey. Was für ein unglaublich geiler Fisch. Die Geduld zahlt sich aus. Wir sitzen hier völlig auf dem Präsentierteller.
mitten in den Leuten, aber abends sind die alle weg. Und dann, dann schlägt meine Stunde. Ach, was für ein geiler Fisch, ne? 47 Pfund wiegt der. Ah. Ich meine, eine Sache habe ich über dieses Vanlife gelernt. Am Ende des Tages hätte ich weder Allrad gebraucht, noch All-Terrain-Reifen, noch irgendwas anderes. Ich bin mit dem, was ich hatte, klargekommen. Serienbereifter Ducato, ziemlich niedrig 15 Zoll Reifen. Ich wurde einfach mutiger. Ne? Ich meine, je länger du dich da aufhältst und je ehrgeiziger du wirst, umso mutiger wirst du dann auch. Ne? Und ich bin nachher Wege gefahren, die hätte ich mich anfangs nicht getraut. Und einer dieser Wege führte mich an den schönsten Platz, den ich an diesem See jemals beangelt habe. Und wir haben diesen Platz den Drei-Insel-Platz getauft. Das war einfach nur unglaublich, wie es dort aussah. Ja, wir waren mittlerweile schon im April angekommen und man muss sich vorstellen, im April hast du dort an diesem See längst ausgeleichte Karpfen und 28 Grad tagsüber manchmal. Ne? Also es ist wie Sommer. Und so fühlt es sich da auch an. Und für mich war das der Abschluss der Zeit an diesem See und irgendwie auch so ein bisschen der Abschluss dieser Van-Tour. Wir haben dort eine Woche gestanden und ich hatte in dieser Woche über 20 Fische. Und darunter waren zwei, die mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Zum einen war da so ein ja, richtig Höcker, so mit so einer Höckernase, so ein uralter, ranziger, ausgeleichter, krasser Schuppi mit über 20 Kilo. Und ja, ein Fully Scale, der einfach nur perfekt war. Das ist die andere Seite von dem Gold Nugget hier. Boah, was für ein unglaublicher Fisch. Ich glaube, das hier ist sogar die schönere Seite. Wobei, da kann ich mich ganz ehrlich nicht so richtig entscheiden und es ist auch letztlich völlig egal. Das ist einfach ein absoluter Traumfisch. Aus einem der wunderbarsten Orte, an dem ich je angeln durfte. Von einer der wunderbarsten und schönsten Stellen, die ich je gesehen habe. Was für ein geiles Ende von dieser Session am Drei-Insel-Spot. Unglaublich, unglaublich geil. Wir haben unsere Van-Tour nach einigen Stops in Spanien, gerade an der Atlantikküste und noch zwei Stops in Frankreich, Anfang Mai beendet. Es gab einiges zu tun zu Hause. Das Auto musste auch wieder in Inspektion. Wir hatten zwar vor, nochmal loszufahren, aber zu dem Zeitpunkt war die Tour erstmal beendet und wir waren wieder in Deutschland. Und ich weiß nicht, nach dem, was ich bisher so erzählt habe und wie ich es erzählt habe, könnte ich das vielleicht vorstellen. Für mich war das schon sehr deprimierend, wieder zurück zu sein. Und ich wollte unbedingt wieder los. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Plan gefasst. Ich wollte einen eigenen Vlog starten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht ganz, wie das Ganze heißen soll und sowas, aber ich wollte einen Vlog über meine Angelabenteuer starten und das Thema sollte sein, dass ich irgendwo hinfahre mit einer Aufgabe, irgendeiner Mission, irgendwas, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und ich wollte so schnell wie möglich damit starten. Also schmiedete ich Pläne für eine 10-Tage-Session nach Frankreich. Jetzt hatte ich nur ein Problem. Zu dem Zeitpunkt war in Frankreich nach wie vor Lockdown. Die armen Franzosen an öffentlichen Gewässern keine Chance. Konnte ich zumindest nicht so angeln, dass es legal gewesen wäre. Also machte ich den Plan, alles klar, dann fährst du an private Gewässer. Und ich hatte eine Einladung an einen See, der heißt Château d'Eau. Und dieses Gewässer war noch ein oder zwei Jahre zuvor zwar privates, aber im Grunde eher öffentlich zugängliches Gewässer. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dort angelte, war es bereits kommerziell genutzt, aber der Fischbestand war noch nicht ganz erschlossen. Und das war für mich natürlich mega interessant. Eines wusste ich allerdings über dieses Gewässer. Das ist ein See mit einem Altbestand und da gibt es einen Fisch, der ganz besonders beeindruckend ist. Der bis dato größte Fisch, der aus dem See bekannt war. Und es ist so ein grauer Riese mit so einem unglaublichen Kugelbauch und so weißen Flossensäumen mit über 30 Kilo. Ein unvorstellbarer Fisch. Und natürlich hatte ich den Fisch die ganze Zeit im Kopf, als ich an diesen See fuhr. Und ich hatte 4 Tage Zeit, den oder zumindest irgendwas anderes Zählbares zu fangen. Also wenn ich das Revue passieren lasse, dann ist es eigentlich viel zu krass, wie das abgelaufen war. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es an diesem Flow oder diesem Vibe lag, in dem ich zu dem Zeitpunkt war. Ne? Frisch zurück von so einer krassen Tour durch Europa. Ja, voll mit Abenteuerlust und einfach gut drauf. Ich war einfach gut drauf. Ich habe das Gute einfach nur angezogen. Anfangs habe ich mich schwer getan, die erste Nacht an diesem See, obwohl ich am Fisch war, geblankt, nur Weißfische gefangen, ohne Ende. Aber ja, früh am zweiten Morgen kam dieser eine Biss. Ich hoffe nur ein Kraut. Oh nein.
Fische, gute Fische. Der ist richtig gut. Alter. 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 Ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ganz ehrlich, das war der zweite Biss an diesem Gewässer. Das war der zweite Morgen. Und ich hatte den Fisch gefangen, den ich wollte. Ich hatte original am zweiten Morgen dieser 10-Tages-Frankreich-Tour einen Fisch über 30 Kilo gefangen. Zu dem Zeitpunkt mein größter Spiegler überhaupt. Und ey, was bitte für ein krasses Schiff von Spiegelkarpfen, Mann. Alter! Was für ein unvorstellbarer Ökolyt, ey. Unglaublich, dieser Fisch. Boah, hab ich mir gewünscht, den zu fangen. Ich check's einfach nicht, dass genau der Fisch rausgelaufen ist. Völligst krass. Dirty, it's a pressure. Merci beaucoup, richtig geile Jungs, freut mich total. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen auf das Angeln einzugehen, weil an diesem Château d'Eau habe ich auch vom Boot aus abgelegt. Und genauso natürlich auch in der Zeit am Orellana und auch in der Zeit am Ebro und so. Und tatsächlich bin ich durch diese gesamte Zeit, also jetzt mal zusammengefasst am Orellana beispielsweise, ich habe dort einen Monat, also wirklich genau 30 Tage geangelt und hatte über 50 Karpfen in dieser Zeit. Und ich hatte zwei Aussteiger und beide sind mir nicht einfach so ausgestiegen, sondern in den krassesten Hindernissituationen. Den einen Fisch habe ich sogar gesehen, der ist auf dem Multirig ausgestiegen. Den anderen, der ist mit dem Rig ausgestiegen, auf das ich jetzt zu sprechen komme. Aber der war vorher schon in zwei Krebsfallen und so weiter und so fort. Ich war einfach nur froh, dass er nicht abgerissen ist. Und letztlich bin ich durch diese ganze Zeit mit einem einzigen Rig-Typ gekommen, wenn ich mit Snowmans, Bodenködern oder Tigernüssen geangelt habe. Und das ist ein extrem einfaches Rig, in das ich aber wirklich hundertprozentiges Vertrauen habe, wenn ich mit diesen Ködern angel und vor allen Dingen dann, wenn ich mit dem Boot ablege. Und zwar bin ich das aus Caymo-Material, ist sowieso mein Lieblingsmaterial, eigentlich super robust, 30 Pfund tragendes Caymo. Und das Ganze kombiniere ich mit einem Shoddy oder einem White Gap X-Haken. Mittlerweile verwende ich dafür sehr, sehr gerne auch den White Gap X in Größe 6, einfach weil diese Aussteigerquote damit so gering ist. In Ausnahmefällen, wie jetzt zum Beispiel am Château d'Eau, wo ich mit sehr großen Ködern geangelt habe, um die Weißfische auszuschließen, mache ich das auch schon mal mit 4er Choddy-Haken, die mir dafür auch ganz gut gefallen. Aber letztlich ist es fast egal, ob jetzt Choddy oder White Gap, das Vorfach wird immer gleich gebunden. Ne? Ich entferne erst ein bisschen der Beschichtung, um ein Haar zu knoten. Und das Haar bringe ich, wie ich es mittlerweile immer gerne mache, mit einem Whipping-Knoten mit 1 bis 3 Wicklungen, je nach Ködergröße. Am liebsten aber mittlerweile nur noch mit einer Wicklung am Schenkel des Hakens an. Und kann dann die Schlaufe in das Haar legen und habe damit mein Haar schon mal fixiert und geknotet. Das steht genau gegenüber vom Widerhaken, perfekt. Und dann lege ich den knotenlosen Knoten mit 6 Wicklungen und führe den wieder zurück durchs Öhr und habe damit eigentlich schon alles fertig. That's it. Das Haar ist weich, der Köder ist beweglich und das Ganze funktioniert mit diesem Whipping-Knoten im Grunde wie ein Blowback-Rig. Und der Rest des Vorfachs ist steif, also semi-steif, so wie das Caymo halt ist. Ich verwende das Rig übrigens auch sehr, sehr gerne mit diesem Dark Matter-Coated-Material, dann ist es deutlich steifer und lässt sich auch sehr, sehr gut werfen. Aber letztlich war es eigentlich dieses Vorfach, das ich durch die Bank an diesen Gewässern verwendet habe. Egal ob Ebro, Orellana, dieser Seine-See oder der Château d'Eau. Das Einzige, was ich noch verwendet habe, ist das Multirig, wenn ich mit Pop-Ups fische. Und ich meine, hey, das ist eh geläufig, das ist auch perfekt zum Ablegen vom Boot. Ja, also mit diesem krassen Fisch natürlich am Château d'Eau war dieser Plan, einen eigenen Vlog zu machen. Ich hatte das alles mit der Kamera mitdokumentiert und der stand damit natürlich felsenfest. Und das ganze Format haben wir dann letztlich Paschmanns Plan genannt und das läuft ja auch, also der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, in vielen Teilen auf dem Fangkraft-YouTube-Kanal. Da habe ich dieses eigene Format mittlerweile laufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt müssten so um die 8 Parts bereits auch schon davon veröffentlicht sein. Da kann man sich die ganze Session noch angucken.
Ich mache jetzt an der Stelle hier einen Sprung. Denn nach diesem unglaublichen Fang ging es weiter an den Trois Îles, den ich im Winter bereits schon mal befischt hatte. Und dort wollte ich mich mal so richtig rausbewegen aus meiner Komfortzone und was machen, was ich bis dato noch nicht so gemacht hatte, nämlich auf eine Distanz von um die oder über 100 Meter gezielt werfen und spomben mit viel Futtereinsatz. Und das war in vielerlei Hinsicht für mich Neuland. Normalerweise, wenn ich solche Distanzen angel, dann nehme ich ein Boot. Ich bin echt nicht so der Werfer und ich habe mich da auch regelrecht abgekröpelt. Allerdings hatte ich den Papst in der Tasche. Also ich meine, was ich da im Château d'Eau schon abzeichnete, sollte sich da fortsetzen. Und eine Sache will ich hier nicht verschweigen. Also ich meine, ich bin ja schon ein Stratege. Ne? Ich versuche die Sessions schon so zu planen und zu legen, dass sie auch wirklich gut getimed sind, was die Umstände angeht. Der Mai ist natürlich eh der Big Fish-Monat schlechthin, ohne Frage für mich, zusammen mit dem November. Aber Mai wäre immer meine erste Wahl. Und natürlich habe ich versucht, diese Session, gerade diesen Teil der Session, der interessanteste mit Blick auf große Fische, auf den Vollmond zu legen, sodass ich definitiv die 2-3 Tage vor dem Vollmond bereits im Game sein würde und diese Zeit dort wirklich voll auskosten konnte. Und ich hatte 4 Nächte Zeit. 2 davon lagen genau in der passenden Phase vor 100% Vollmond. Und was ich dann erleben durfte, war einfach nur unvorstellbar krass. Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Wir hatten den krassesten Südweststurm, viel Regen, so eine perfekte Tiefdruckphase, die du im Mai echt selten so erlebst. Und die setzte sich genau vor die Laichzeit. Aber so vor die Laichzeit, dass die Fische noch nicht im Modus waren, sondern dass sie voll in den Fressmodus kamen. Und ich hatte damit gerechnet, Fisch zu fangen, weil die Bedingungen so gut waren. Aber mit dem, was ich in der ersten Nacht erleben sollte, hätte ich niemals gerechnet. Ich hatte 7 Runs, 6 Fische und die ersten über 20 Kilo auch dabei. Ich will hier nicht die ganze Story erzählen, sondern auf die Sache kommen, die im Nachhinein für mich so unglaublich ist, wie sie wahr ist. Ich bin vor vielen Jahren mal in diesem Gewässer gewesen, mit Korda zusammen. Und wir haben für so ein allgemeines Marketingtreffen zusammen diesen See exklusiv gehabt. Und ich habe damals einen Schuppenkarpfen gefangen mit 51 Pfund. Ein super geiler Fisch, damals schon. So ein richtiges Monster, krasse Flossen, unglaublicher Fisch. Und im Laufe der Zeit sollte mir dieser Fisch immer mal wieder auffallen und der hat sich unglaublich entwickelt. Und das Krasseste war, als Nils Spooner den fing mit deutlich über 30 Kilo als seinen PB bei einem Monster-Carp-Dreh fürs TV. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, unvorstellbar. Also wenn du an den See nochmal kommst, das wäre dein Zielfisch, Junge. Den hast du zwar schon mal gehabt, aber dieser Fisch sieht so krass aus. Wahnsinn. Alter. Jetzt ist wieder dieser Gänsehaut-Moment. Wir haben den zweiten Tag der Session, ja? Es geht auf den Vollmond zu. Es lief unglaublich. Ich habe wieder richtig Futter nachgelegt. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da muss was Krasses passieren. Und ich habe über tags nichts gefangen. Einen großen Graskarpfen. Ne? Der kam so out of the blue, noch ein Brassen zwischendurch. Und ich kriege so am frühen Abend, bekomme ich einen langsamen Take. Also der Bobbin ballert gegen die Rute, aber bleibt halt da stehen. Und ich denke so, Brassen oder Graser? War für mich klar. Und ich nehme die Rute auf und lehne mich da richtig rein. Also so richtig übertrieben nach dem Motto, ach komm her, du Vieh. So nach dem Motto, so richtig völlig bescheuert. Und es dauerte wirklich so ein paar Sekunden, bis es reinsank. Ey, Alter, da steht eine richtig solide Wand in der Rute. Das ist weder ein Graser noch ein Brassen. Ja, und dann fing es an. Und ich habe diesen ganzen Drill irgendwie mit der GoPro mitdokumentiert. Ich weiß noch, ich bin nach links reingewartet, weil der Fisch irgendwo nach links in Richtung Holz ging. Und du angelst dann natürlich mit widerhakenlosen Haken und so. Und ich war sowas von nervös. Ne? Und die Fische hatten auch so eine Power wegen des vielen Sauerstoffs im Wasser, der Wassertemperatur, der bevorstehenden Laichzeit, wenn du einen Milchner hakst. Völlige Eskalation. Und mir ist die Warthose vollgelaufen mit Wasser. Und ja, irgendwann kommt halt dieser Fisch in Reichweite des Keschers. Als dieser Karpfen im Kescher lag, hätte ich es eigentlich wissen müssen. Ich hätte es eigentlich sofort sehen müssen. Ich kann sowas normalerweise sofort sehen, aber ich wollte es nicht glauben. Und als dieser Fisch vor mir auf der Matte lag, sank es so langsam rein, was ich da gefangen hatte. Als ich ihn dann an dieses Dreibein hing, um ihn zu wiegen und der Zeiger der Waage wieder über 30 Kilo ging, da war mir klar, was für ein Urfisch. Du hast den Monster-Carp gefangen. Du hast original, regelrecht nach Plan, den Fisch gefangen, den du dir gewünscht hast, an einem See mit echt sau vielen Karpfen. Also, in dem Moment ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Da ist das Teil. Mit über 30 Kilo fehlen mir wirklich gerade vollständig die Worte. Was für eine unvorstellbare Kreatur.
Ja, also es hätte zu diesem Zeitpunkt bei mir einfach nicht schief gehen können, glaube ich. Und im Nachhinein ist es schon krass. Also ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, einen Rig zu fischen, dass ich wirklich noch gar nicht benutzt hatte. Also es sind Dinge, die normalerweise bei mir nicht funktionieren. Also ich brauche erstmal was, wo ich Vertrauen aufbauen kann und so. Aber Leadcore ist zum Beispiel verboten. Ich wollte keine anderen auffälligen Leader verwenden, also habe ich straight auf der nackten Schnur meine Helikopter-Rigs gefischt. Ne? Und ich brauchte halt irgendwas, was sich auf gar keinen Fall verheddert, mit dem du aber guten Bodenköder oder einen Wafter oder sowas anbieten kannst und dich halt nah beim Futter mit deinem Köder auch aufhalten kannst. Also habe ich mir Vorfächer aus Boom gecrimpt und also zumindest hinten die Schlaufe gecrimpt und vorne mit einem Albright-Knoten im Grunde so eine Form von Multi-Kombi-Rig gebunden. Und das Ganze kombiniert mit einem Haken, zu dem ich zu dem Zeitpunkt zumindest ein gigantisches Vertrauen hatte, ein White Gape X in Größe 6. Jetzt sind keine Widerhaken erlaubt, also habe ich die Widerhaken entsprechend richtig anständig angeklemmt und habe das Ganze in Verbindung mit kleinen Ködern, also 15er Boilies, einfach aus der Tüte, gerne oben angeschnitten und dann halt halb und halb mit zum Beispiel einem weißen und einem gelben Pop-Up gefischt. Und was ich zu dem Zeitpunkt auch ganz gerne gemacht habe, keine Ahnung warum, ich hatte einfach Bock drauf, ich habe farbige Kickers genommen, passend zur Farbe der Köder. Ne? Also wenn ich einen Washed Out Pinken genommen habe, entsprechend einen pinken Kicker drauf. Du brauchst eh einen Kicker bei diesem Rig, um den Haken halt eben perfekt in Position zu halten. Und keine Sorge, das Ganze zieht sich beim Wurf definitiv nicht zu. Und ich hatte mit diesem Rig nackt auf der Schnur keine einzige Verwicklung. Es lag jedes Mal perfekt, die Fische waren immer perfekt gehakt und ich hatte auch keinen einzigen Aussteiger bei dieser Session. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich das Ganze verwendet habe mit diesen Subline Tapered Leaders, also mit konisch zulaufender Schnur. Ich habe mit einer 35er Hauptschnur geangelt und entsprechend mit einem Leader von 33 bis 50, glaube ich, geht er. Ich habe den also auf beiden Seiten ein bisschen gekappt, sodass ich den auf, ich sag mal, eher nach 35er hatte. Da habe ich den angeknotet und dann halt am anderen Ende auch auf so einer, ich denke mal, Ende 40er bis 50er. Das heißt, das Vorfach rotierte letztlich eben auf dieser dicken Schnur und die kann dem Fisch natürlich auch an der Schleimhaut oder an der Haut insgesamt in keiner Form schaden. Es ist ja im Grunde so wie so ein Polyleader. Das hat auf jeden Fall mega für mich funktioniert und zu dem Zeitpunkt ist für mich dann halt auch irgendwie dieses Vertrauen in diese Multi-Kombi-Rigs geboren und an dem halte ich bis heute fest. Also definitiv absolut geile Vorfächer. Ja, im Nachhinein spielte mir natürlich die Elternzeit meiner Frau massiv in die Karten. Also so viel Zeit zum Angeln wie in dem Jahr hatte ich wirklich noch nie. Und ich habe das auch schon ganz schön ausgeschöpft, muss ich sagen. Und ich meine, nach diesem Roadtrip für meinen eigenen Vlog, war es wieder so. Ich kam zurück und ich hatte einfach nicht so groß das Interesse, zu Hause zu angeln. Ich habe es gemacht und auch da gefilmt und viel dokumentiert. Auch da geil gefangen. Irgendwie, es konnte echt nicht schief gehen. Aber ich habe diesem einen Tag entgegengesehnt, an dem wir unsere eigentliche Elternzeitreise in die nächste Runde bringen wollten. Wir hatten noch einen Monat und für diesen Monat stiegen wir wieder in unseren Van, den wir zu dem Zeitpunkt schon liebevoll Kato genannt hatten. Ich meine, naheliegend, du Kato, unser Kato, die Kinder haben es gefeiert. Und diesmal sollte es wirklich dem Sommer entgegengehen. Es war Hochsommer und wir wollten den Sommer so richtig auf die Spitze treiben, also auf in Richtung Kroatien. Und auch das will ich hier nur kurz anreißen, so ein paar Highlights erwähnen, weil das Ganze habe ich auch für Capzilla dokumentiert, für den Vanlog, für die zweite Staffel. Aber das muss erwähnt werden, weil das ist für mich eines der absoluten Jahreshighlights. So im Nachhinein dieses Feeling, dieser Vibe, diese Stimmung, wenn du vom ersten bis zum letzten Tag immer die Wärme mit dir hast und das Auto offen lassen kannst und rund um den Wagen leben kannst und dich nicht so viel drinnen aufhalten musst, das macht natürlich dieses Vanlife schon richtig geil, ne? Vor allen Dingen mit Kids. Und diesmal haben wir einen Stopp gemacht bei meinem guten Kumpel Flo Schwarz in Nürnberg und dort am Kanal gefischt. Und ich meine, keine Ahnung, ist wieder so, im Nachhinein, wenn ich da so drüber rede, kann ich mir, wie konnte das alles so gut gehen? Also am Kanal, gerade dort, da bist du froh, wenn du einen Fisch fängst. Ne? Also da fängst du halt, keine Ahnung, wenn ich da einen 10-Kilo-Fisch fange, da bin ich absolut happy. Und ich weiß noch, wir hatten einen Tag, an dem es war brütend heiß, es war Schiffsverkehr ohne Ende, es wurde dauernd geschleust, ich musste andauernd neu werfen. Aber wir hatten die Fische mit der Drohne gefunden. Die hielten sich in so einem Schleusenbereich auf, in dem Großbereich der Schleuse. Und im Grunde ging es nur darum, dran zu bleiben und immer wieder neu zu werfen und einen Köder dort zu präsentieren, wo sie sind. Ja, und irgendwann
lief die Bremse dann doch schneller, als wenn ein Boot vorbeikommt. Und ich hatte tatsächlich einen Take. Und der erste Fisch, den ich bei dieser Kanalsession fangen konnte, ganz kurz, ich muss hier einlenken, in der ersten Nacht davor an einem anderen Spot konnte Flo bereits einen fangen. Und zwar einen richtig geilen Fisch. Damit war die Tour, also dieser Stop im Grunde schon hammermäßig cool. Aber natürlich wollte ich auch einen fangen. Und der erste, den ich fangen konnte, ja, der war direkt eine absolute Ausnahmefisch für diesen Kanal. Alter, ich würde mal sagen, hier sieht man gerade zwei ziemlich glückliche Kanalratten, oder? Wahnsinn. Ey, was eine geile Aktion. Nachdem wir echt so ein bisschen gestruggelt haben und es ultra hart heiß war, hat sich die Pop-Up-Schmeißerei wieder bezahlt gemacht mit einem Fisch von über 19 Kilo, Alter. Fett. Corona-Küsschen für den Flo. Ja. Was für ein geiler Einstand. Geht ins Herz. Mama. Und die Tour fängt gerade erst an. Yes, Mann. Geil. Ja, nach dem Stop bei Flo, der wieder wie immer absolut herzlich war und großartig, vor allen Dingen mit den Kids, ging es weiter nach Österreich. Und ich wollte mich dort treffen mit Michael Friedmann, ne? Bekannt von Korda, lange Zeit österreichischer Teamleader, österreichischer Teamangler für Korda, schon ewig dabei, absoluter Bigfish-Angler. Und der hat mir schon oft vorgeschwärmt von so einem Ferienhaus, dass der eigentlich jedes Jahr im Sommer mit seiner Frau mittlerweile mietet, um von diesem Steg dieses Ferienhauses an einem Kärntner Natursee auf richtig große Karpfen zu angeln. Und klar, ich hatte die Bilder immer wahrgenommen und gedacht, ja, es sieht geil aus. Aber die beiden hatten uns eingeladen, hey, kommt doch, eine dieser Ferienwohnungen, das sind zwei, die in so einem Komplex sind, ist frei. Warum kommt ihr nicht? Packt den Van davor und dann haust du halt mal ganz luxuriös mit uns da im Ferienhaus und angelt mit vom Steg. Ja, gesagt, getan. Ey, und das war sowas von geil da. Das ist ein Urlaubsangeln auf höchstem Niveau hier. Da hat der Michael nicht zu viel versprochen. Die Sonne ballert und einfach so aus dem Nichts mittags läuft so ein Spiel nach draußen. Geil. Ja, also das war Premium-Urlaub, ne? Du musst dir vorstellen, tagsüber gehst du da halt spazieren, machst mit den Kindern was, holst dir ein fettes Eis, gehst irgendwo essen, schwimmst, badest, fährst Boot, was auch immer. Also wirklich Familienurlaub durch und durch. Ne? Gehst Wasserfälle besichtigen, Höhlen, also alles Mögliche, was man da machen kann. Ja, und nachts wird geangelt. Und das lief richtig gut. Die Fische waren im Schnitt richtig gut. Und Michael kennt das bereits wie seine Westentasche. Also der hat mich da in die Hand genommen und er hat mir versprochen, wenn du da mit mir fischst, wirst du einen Fisch über 20 Kilo fangen. Das wird passieren. Aber dieser Moment, diesen Fisch zu fangen und in diesem glasklaren Wasser, in sehr großer Wassertiefe, lange, lange unterm Boot zu drillen, ne, dieser Moment auf diesem See und nachher diesen Fisch im Netz zu haben und allen präsentieren zu können, alter Vater, ey, das war schon auch echt wieder richtig krass. Also ich kann mich an wenig Drills erinnern, die so krass waren wie der mit diesem Fisch hier. Unvorstellbar, was der für ein Fight hingelegt hat. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn man sich die Form so anguckt bei etwas über 22 Kilo. Oh, und noch dazu ein leichter Tutor und was für ein Hammerfisch. Ich kann nur sagen, danke Michel. Geil. Ja, im Grunde soll es das schon fast gewesen sein zu dieser Tour. Natürlich ging es noch weiter. Ach komm, ein paar Sachen muss ich noch kurz erzählen. Wir sind weiter nach Kroatien gefahren, durch Slowenien durch, ohne Stopp erstmal weiter nach Kroatien, um dort einfach Urlaub zu machen, geile Zeit am Meer zu verbringen, gut zu essen und einfach eine gute Zeit mit den Kids zu haben. Aber das war für mich das allererste Mal in Kroatien und selbstverständlich sollte das nicht ohne Angeln laufen. Und letztlich habe ich an zwei sehr, sehr verschiedenen Gewässern auch gefischt. An einem etwas höher gelegenen, super wilden, komplett verkrauteten Gewässer in den Bergen. Und an einem Vereinsbaggersee unweit der Hauptstadt, auf dem noch so ein aktiver Bagger läuft und der eigentlich von der Struktur her komplett unterschiedlich war. Und an beiden Gewässern sollte es für mich gut laufen. Also tatsächlich ja, war eigentlich dieser Waldsee für mich so ein Highlight, weil es einfach so wild war und so anders und so komplett verkrautet und krass. Und da sollte ich ein paar richtig schöne Fische fangen. Danach ging es weiter an diesen Baggersee und dort ja, war es wirklich so, dass ich tatsächlich am letzten Morgen, wo schon fast alles irgendwo verpackt war, meinen bisher größten Fisch in Kroatien fangen sollte, der natürlich auch deutlich über 20 Kilo wog.
will es wirklich wieder zurück. Ja, ich meine, auf dem Weg von Kroatien zurück musst du natürlich durch Slowenien. Und Slowenien ist ein Paradies, ein wunderschönes Land. Und tatsächlich sollte ich auch zum ersten Mal einen Stopp am Bleder See machen. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, das halte ich mir mal jetzt noch zurück für den Vanlog. Irgendwann sind wir dann auch mal wieder zu Hause gelandet und ich war total im Fieber. Also für mich war dieses Unterwegssein das Ding so. Ich wollte einfach nur sofort wieder in die Karre und ab. Und ich hatte ja auch eine ganz gute Ausrede meiner Frau gegenüber. Hey, ich habe da diesen Vlog, da muss ich ja schließlich Material für filmen. Ich muss ja unterwegs sein. Also gesagt, getan, machte ich mich auf verschiedene Touren. Da ist einiges wirklich Cooles passiert, aber eine Sache ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben als weiteres Highlight, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dass diese Saison so wahnsinnig erfolgreich war. Und zwar machte ich einen Kombitrip an ein kommerzielles Gewässer und an einen Kanal für zwei verschiedene Episoden meines Vlogs. Und bei diesem ersten Gewässer handelte es sich um so einen komplett verholzten, mit Inseln belegten Baggersee. Der heißt Cap Auxerre. Und das Interessante da ist, es ist irgendwie eher so ein bisschen wie der Rainbow, weißt du? Du musst halt wirklich knallhart ins Holz angeln, musst super robust sein, Hook and Hold angeln, geflochtene Schnur und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, ich habe mich am Anfang echt schwer getan. Ich kam da erst sehr spät an, hatte die Routen erst spät in der Nacht liegen und kam nicht so richtig in die Session. Ich hatte kein so gutes Gefühl. Also ich habe einfach überall in meine Fühler ausgestreckt, in dem Stile, dass ich halt meine Routen weit verteilt habe. Und habe den ersten, ja wirklich vom Gefühl erzählbaren Fisch, also nicht Graser, auch noch verspielt. Bin mir gar nicht sicher, ob es Graser war oder ein Karpfen. Auf jeden Fall war ich nicht so gut drauf in dem Moment. Ja, und irgendwann, ich sitze da halt so und gucke auf diese eine Rute, die war im Grunde genau vor mir. Und der Bobbin knallt an den Blank. Und ich war wirklich in Sekundenschnelle an dieser Route, habe die GoPro so aus dem direkt neben mir stehen gehabt, für den Fall, dass was passiert, habe sie so noch mitgenommen, angemacht und lehne mich wirklich komplett in diesen Fisch rein, ne? Du rechnest ja mit nichts. Also du gehst ja nicht davon aus, dass du da direkt irgendeinen riesigen Fisch hakst. Du denkst ja erstmal nur, da ist irgendwas dran. Guck, dass du es in den Kescher bekommst. Und ich weiß noch, die GoPro war fast leer und ich habe diesen Drill nur zum Teil dokumentieren können. Aber es demonstriert auf jeden Fall, wie ich mich an einer 3,5 Pfund 10 Fuß Route in diesen Fisch reingelehnt habe. Wirklich mit allem, was ich hatte. Und ich habe dem keinen Meter Schnur gegeben, ne? Ja, und irgendwann fiel die GoPro dann aus und ich musste den Drill halt nicht, konnte ihn nicht weiter dokumentieren. Es war mir aber auch ganz recht, weil als ich gesehen habe, was da für ein Fisch dran hing, bin ich dann doch etwas nervös geworden. Und als dann endlich die Maschen meines Keschers diese Schultern schluckten, da war ich fertig mit allem. Da war ich echt fertig mit allem. Alter. Alter. 28,2 Kilo. Unvorstellbar uriges Teil, ey. Oh. Puh. Oh. Junge! Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss, ne? Ich meine, wir waren mittlerweile so im Spätsommer angekommen, im frühen Herbst, so August, September. Und das ist natürlich noch lange nicht der Schluss der Saison. Aber ich will diesen Clip hier auf diese Story ausklingen lassen. Und zwar hatte ich seit mittlerweile ein paar Jahren, tatsächlich seit 2016, eine Rechnung offen mit einem ganz bestimmten Zielfisch, den ich unbedingt mal fangen wollte. Und dieser Fisch war über die Jahre immer größer geworden. Der war schon 2016 interessant, aber mittlerweile redeten wir hier von einem Fisch von um die 30 Kilo. Ne? Ein richtig großer Spiegelkarpfen. Und irgendwie sollte sich für mich so ein Zeitfenster ergeben, an diesem bestimmten Gewässer eine Kampagne zu machen. Und da ist ein recht großer Angeldruck drauf, ein großer Futterdruck. Aber das ist vielleicht so ein wichtiges Learning aus dieser Zeit oder allgemein so. Gerade so Ende August, Anfang September schleicht sich oft so eine gewisse Lethargie bei den Karpfenanglern ein. Und es ist so, dass die Gewässer, die noch zuvor stark beangelt waren und dann auch wieder ab Oktober stark beangelt werden, wenn die Leute ihre Herbstkampagne starten, dass in dieser Zeit der Angeldruck sinkt. Ne? Die Leute haben einfach, die sind so im Sommermodus, so im Spätsommermodus und es ist weniger los. Und genau da konnte ich reinsneaken und habe dort dann meine Kampagne gestartet mit dem Ziel, endlich diesen Fisch zu fangen. Und
Ich muss an der Stelle ein Dankeschön aussprechen an Thomas Müller, der mir einen ganz guten Tipp gegeben hat. Ne? Das ist ein absolut versierter Zielfischangler, jemand, der es echt schafft, immer wieder sehr gezielt die ganz großen Fische zu fangen. Er hatte auch diesen Fisch bereits gefangen und er sagte zu mir, versuch bei der und der Mondphase unterwegs zu sein. Und wir sprechen hier nicht vom Vollmond, wie es üblicherweise halt eigentlich mein Lieblingsmond ist. Und ich hab mir das sehr zu Herzen genommen und gesagt, hey, der Junge weiß, wovon er spricht. Da ist dein Stichtag, ja? Halbmond, da ist dein Stichtag. Dahingehend musst du deine Kampagne ausrichten. Und es ist mir anfangs nicht so leicht gefallen, da reinzukommen. Also die ersten zwei Sessions habe ich anscheinend zu tief gefischt. Ich habe mir da eine große Mühe gegeben, die Sprungschicht zu ermitteln, mit der Unterwasserkamera zu gucken. Das muss ich an der Stelle erwähnen. Es ist mir wichtig, wenn ich mit Futter arbeite, den Platz immer zu kontrollieren. Wird das Futter angenommen oder nicht? Erstens, weil es natürlich meinem Erfolg sehr in die Karten spricht, aber zweitens, weil es die Gewässer natürlich auch schont. Also Futter einzubringen, wenn es nicht gefressen wird, ist natürlich absolutes No-Go. Passiert bei mir nicht. Das Futter wurde, nachdem ich das korrigiert hatte, die Wassertiefe auch angenommen. Und ich hatte dann meine ersten Erfolge. Habe tatsächlich auch ein paar richtig geile Fische gefangen. Ich weiß noch, ich hatte einen Morgen dabei, da hatte ich vier Fische. Ich hatte einen Doppelrun, was echt nicht so häufig der Fall ist an diesem Gewässer. Und hatte neben einem richtig schönen 30er noch einen echt stabilen 40er nebeneinander im Kescher stehen und war wirklich so richtig so, Alter, geil, Junge, jetzt läuft das aber. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass bei jedem Take, den ich dort bekam, bei jedem krassen Drill, den ich dort hatte, und die Fische hatten Saft ohne Ende, in mir das Gefühl hochkam, das ist der eine. Ja? Es musste einfach sein. Die hatten so eine Power. Und ich weiß noch, ich habe einen Spiegler gefangen mit fast 19 Kilo, auch ein wunderschön beschuppter Fisch. Ich war mir den ganzen Drill sicher, das ist der eine Fisch, das musste er sein. Als dieser Spiegler dann in den Kescher kam, war ich natürlich nicht enttäuscht. Mega geiler Fisch, ne? Aber es war nicht der eine. Und wir näherten uns dann dieser fünften Session, die ich machte. Es war immer eine Nacht, die ich angelte. Und das war genau ein Tag vor diesem Halbmond, ne? Vor dem Stichtag. Genau der eine Tag davor, der dann auf diesen Tag mündete. Und ich war diesmal zum ersten Mal früh nachmittags am Wasser. Einfach deshalb, weil ich so viel Zeit, wie ich nur irgendwie hatte, rund um diesen Stichtag investieren wollte. Und ich hatte relativ viel Arbeit. Zu dem Zeitpunkt habe ich an diesem Karpfen-Kompaktbuch geschrieben. Und ich habe mir ein Camp aufgebaut, mich gemütlich eingerichtet, mir immer schön so zwei Eimer übereinander gestellt. Da kam mein Notebook drauf und da habe ich hintergehockt und dann halt getippt wie ein Irrer. Die Routen natürlich erstmal gelegt. Und ich weiß noch, das Erste, was ich machte, als Erstes überhaupt, habe ich die Unterwasserkamera, eine Fish-Spy, ausgeworfen, um den Platz zu checken. Und die lief halt runter, ich ziehe das rein, gucke mir das Ganze auf dem Handy an und denke nur so, ach du Scheiße, Mann. Da sind richtig große Krater am Boden, das sieht alles frisch aus, da liegt kein Krümelfutter, du wirfst nicht nochmal. Ne? Hab die Routen startklar gemacht, hab die Routen ausgeworfen und dann, ja, eine, ich sag mal, größere Menge Futter tatsächlich auf diese drei Routen auch verteilt. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, das ist nötig. Keine Ahnung, es lag ja nichts mehr und ich wollte beim Angeln immer die Futtersituation imitieren, um auch Vertrauen zu schaffen. Ja, und ich saß da und habe halt geschrieben und irgendwann klappte ich dieses Notebook zu. Es war so ein leichter Nieselregen, September, und gucke aufs Wasser. Und ob man es glaubt oder nicht, in genau dem Moment, wo ich gucke, schiebt sich genau auf Höhe der mittleren Rute ein richtig großer Fisch aus dem Wasser. Und es gibt in diesem See jetzt nicht so viele richtig große Spiegelkarpfen. Ne? Das war so, dass ich diesen Fisch sehe und denke so, er ist da. Ich habe echt gedacht, ja, der eine Fisch ist da. Und ich saß da, man wird so nervös und denkt drüber nach, aber irgendwann vergeht dann halt doch so viel Zeit, dass man sich wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Und es war genau dieser Moment, genau dieser, ah ja, okay, Erleichterung. Du beschäftigst dich wieder mit was anderem. Mittlere Route, ne? Genau die, über der Fisch hochkam. Ne? Ich nehme die Route auf, beginne den Drill und der war wirklich nicht spektakulär. Und ich habe mich die ganze Zeit eingeredet, das kann jetzt jeder Fisch sein, die Fische sind da. Und irgendwann kommt er dem Kescher näher, ich sehe das erste Mal die Schwanzflosse und es ist in dem Moment klar, es kann nur der Fisch sein. Aber ich habe trotzdem gesagt, nee, das ist er nicht, das ist er nicht. Das ist vielleicht die Nummer 2 des Sees oder irgendein anderer Groß, ist er nicht. Zack, der Fisch zum Kescher, das ist der Fisch. Das ist definitiv der Fisch. In dem Moment durfte ich die Freude rauslassen. Ich habe ihn nicht verspielt, ich habe ihn sicher im Netz. Es ist definitiv der Karpfen, den ich fangen wollte. Auf Ansage sozusagen, er ist vorher auf den Platz gesprungen. Bei meiner fünften Session, unglaublich. Ey. Yes! Alter, ich hab den Zielfisch, Junge, nach.
Dreimal angeln gehen, Mann. Oh, ich krieg's nicht auf die Kette, Mann. Was hast du? Ich hab'n gefangen, Alter. Ich hab'n echt gefangen, Mann. Ich hab'n... Das ist mal ein Kreuz, Mann. Ist das krass. Wir haben gerade versucht, den Fisch zu wiegen. Dabei ist der Kescherstab gebrochen. Aber wir haben das Gewicht ermitteln können. 30,2 Kilo. Alter! Lala! Geil, Alter! Komm mit. Ja, die ganze Geschichte meiner Saison ist damit nicht erzählt. Es gab noch weitere Highlights, es gab einen Dreh mit Korda, es gab weitere Zielfische, es gab so einiges. Aber im Grunde möchte ich es so stehen lassen. Im Grunde fühlte sich das an wie der Abschluss. Es war so, als sie um den 15. Dezember 2020 in diesen Van stiegen, da war ich voller Zweifel. Ich hatte keine Ahnung, wo das hinführen sollte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das endet schnell. Wir kommen irgendwo nicht über die Grenze oder wer weiß, was passiert. Aber letztlich war das so der Einstieg in eine der geilsten Zeiten, die ich bisher je erlebt habe. Und im Nachhinein auch in die krasseste Saison, die ich jemals geangelt habe. Und ich kann nur sagen, ich bin irre dankbar dafür. Also ich erwarte von keinem anderen Jahr, dass es auch nur annähernd so krass war. Und ich bin echt froh darüber, dass ich einige dieser krassen Momente dokumentieren und an dieser Stelle mit euch teilen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen.